Leute, viele von euch haben wahrscheinlich schon vom Super Jump gehört und ich möchte euch jetzt zeigen, wie der funktioniert. Gerade perfekt für so eine Vertikal-Zipline. Es ist, Vertikal-Bullshit, eine horizontale Zipline. So rum war es. Es ist nicht einfach. Das ist wirklich was für Leute, die extreme Triggerfinger haben, weil wir sehr, sehr schnell drücken müssen. Ich mach's mal vor und hoffe, dass ich es gleich hinkriege. Habt ihr es gesehen? In der Real. Ja, es ist. Kurioserweise kriege ich es jetzt auf einmal so gut hin. Wo kommt denn das her? Normal sieht das so aus: Ihr springt ja ab, ihr drückt und springt ab und. Das ist echt. Mit extrem viel Übung. Jetzt kriege ich es auf einmal nicht mehr hin. Also, ihr seht, das ist mit extrem viel Übung verbunden. Ihr müsst mit dem Interact-Button, also quasi mit dem Knopf, mit dem ihr an die Zipline geht, drücken und sofort den Sprungknopf spammen. Normalerweise nur zweimal, aber spammen funktioniert auch. Also ich habe jetzt tatsächlich Viereck und ich habe jetzt gerade den Controller auf dem Schoß, damit ich hier schnell spammen kann. Die ersten Versuche, die ich jetzt zum Start des Videos gemacht habe, waren alle ohne Probleme. Also das ist echt, jetzt hat es wieder ganz normal geklappt. Das ist echt nicht einfach, dieses Timing hinzubekommen. Probiert es mal aus, schreibt in die Kommentare. Kanntet ihr es schon? Wahrscheinlich kennen es die meisten von euch, diese Movement-Technik. Aber ich glaube, die das zu perfektionieren, ist wirklich nicht sehr einfach. Aber wer es beherrscht, hat im Fight auf jeden Fall einen enormen Vorteil, wenn jetzt hier Gegner einem hinterherrennen. Ich glaube, aus der Bewegung her, tatsächlich, aus der Bewegung her funktioniert es ganz gut. Okay. Genau, ich bewege mich ganz normal. Ah, jetzt funktioniert es wieder nicht. Jetzt wieder nicht. Wieder nicht. Okay, also wir müssen auf jeden Fall viele, viele Minuten und vielleicht auch sogar deutlich länger das trainieren, bis wir wahrscheinlich erstmal merken, welcher Fehler dahinter steckt. Jetzt habe ich kurz mal Pause gemacht, probiere es wieder. Auf einmal funktioniert es wieder. Also, ihr wisst, wie es funktioniert. Interact-Button drücken und dann sofort mehrfach springen drücken und schon funktioniert die Geschichte. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu diesem Trick sagt und vor allen Dingen, beherrscht ihr es? Habt ihr vielleicht für mich oder für die Leute, die das Video jetzt schauen, noch einen Tipp, was man vielleicht mehr beachten muss, damit das Timing noch besser funktioniert? Leute, das war's von mir und ich bin wieder immer auf eure Kommentare gespannt. Haut rein, ciao.